Hallo und herzlich willkommen zu einem Nähvideo von So Simple. Oder sollte ich vielleicht sagen, zu einem Overlock-Video von So Simple? Gibt es nämlich noch gar nicht. Ich benutze natürlich die Overlock in ganz vielen meiner Nähvideos. Hast du auch schon gesehen. Aber wie man eine Overlock einfädelt, das habe ich dir noch nicht gezeigt. Und bei den Recherchen für mein neues Overlock-Buch, es ist ja dieses Jahr ein Nähbuch von So Simple rausgekommen und dazu soll es jetzt eben auch noch ein Overlock-Buch geben. Und bei diesem Overlock-Buch, während ich recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass ganz viele Leute mir geschrieben haben, ich habe eine Overlock, die steht im Schrank und ich habe die noch nie benutzt, weil ich dieses Ding einfach nicht einfädeln kann. Das bricht mir fast das Herz, weil du siehst es, ich habe ständig selbstgenähte Klamotten an und ohne meine Overlock würde ich wahrscheinlich überhaupt keine Klamotten selber nähen. Es geht total einfach, es geht total schnell, es schneidet, vernäht und ja, näht in einem Arbeitsschritt. Also die Nähte sind wunderschön elastisch, die Klamotten sehen von innen auch wunderschön aus, weil die Nähte einfach so sauber sind. Also ich kann es dir nur ans Herz legen, dich mit deiner OVI zu beschäftigen. Und damit du das kannst, müssen wir das Teil natürlich erstmal einfädeln. Für viele ist das der totale Horror, weil es so viele bunte Punkte gibt, so viele Farben und so viele Fehler, die man machen kann. In diesem Video möchte ich dir diese Angst vorm Einfädeln nehmen. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie das funktioniert. Also, mach dich locker, freu dich auf das, was kommt und lass uns starten. Bevor du mit dem Einfädeln der OVI beginnst, legst du dir ein paar Sachen zurecht. Die Pinzette, die ist meistens serienmäßig bei der OVI dabei und eine scharfe Fadenschere. Damit du alles gut erkennen kannst, habe ich mich bei den Farben meiner Garnkonen an das Farbschema des Einfädelplans gehalten. Schau dir den Einfädelplan mal gut an, bevor du loslegst. Du siehst hier, dass manche Teile des Plans noch vergrößert dargestellt sind. Was auf den ersten Blick verwirrend aussieht, ist aber auf den zweiten Blick total hilfreich, weil die kleinen Lupenbilder dir zeigen, wo genau und in welcher Richtung der Faden unterwegs ist. Bevor du mit dem Einfädeln loslegen kannst, stellst du die Nadeln in höchste Position. Dann schaltest du die Maschine aus. Du kannst auch den Netzstecker ziehen, damit du nicht versehentlich das Fußpedal betätigst. Bei den Garnkonen habe ich mich ans Farbschema der Maschine gehalten. Gelb für die linke Nadel, grün für die rechte Nadel, blau für den Obergreifer und rot für den Untergreifer. Mit dem blauen Faden für den Obergreifer starten wir jetzt. Damit du nicht jedes Mal das Handbuch zücken musst, wenn du die Maschine einfädeln willst, haben die meisten Maschinen auch nochmal so einen aufgeklebten Einfädelplan hinter dem Greiferdeckel. Und beim Einfädeln folgen wir jetzt diesen farblich markierten Punkten in der Maschine. Sieht erstmal kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Lass uns loslegen. Zieh den Fadenbaum ganz raus, das ist diese Teleskopstange, über die die Fäden vom Garnrollenhalter zur Maschine geführt werden. Wir starten mit dem blauen Faden für den Obergreifer. Grundsätzlich wird der Obergreifer immer als erstes eingefädelt. Stell die blaue Kone auf den Garnrollenhalter und führ den Faden über die zweite Metallschlaufe von rechts zur Maschine hin. Oben in der Maschine wird der Faden in die Fadenvorspannung gefädelt. Fass den Faden mit beiden Händen und spann ihn straff. Denk dabei an Zahnseide, dann hast du es. Den Zahnseidegriff brauchst du während des Einfädelns direkt ein paar Mal. Jetzt ziehst du den Faden in die Fadenspannung. Das sind diese kleinen Scheiben, zwischen denen der Faden fest eingespannt ist. Manchmal hört man beim Einlegen in die Fadenspannung auch so ein leichtes Klicken. Um zu kontrollieren,
ob der Faden auch wirklich richtig eingelegt ist, kannst du ihn nochmal rausziehen. Meistens hört man dann so ein kleines Bling, dann hast du alles richtig gemacht. Von der Fadenspannung geht es jetzt weiter zum nächsten Punkt, dem Häkchen, das sich direkt unterhalb der Fadenspannung befindet. Von dort geht es nach unten links zu den beiden Fadenführungshäkchen. Bei meiner Ovi treffen sich dort die Fäden für Ober- und Untergreifer, deswegen haben die Häkchen Markierungen in Rot und in Blau. Leg den Faden von unten in die Häkchen ein. Denk wieder an die Zahnseide. Und jetzt geht's nach oben zur Fadenführung am Obergreifer. Hier schiebst du den Faden von unten nach oben durch die kleine Metallschlaufe. Oder du spannst ihn und fädelst ihn mit einer schneckenhausartigen Bewegung ein. Geht meistens beides, auch wenn es zuerst nicht so aussieht. Und da ist schon der Obergreifer. Hier zeige ich dir nochmal in groß, wie ich den Faden in die Fadenführung am Obergreifer einführe. Fast geschafft. Kürze jetzt den Faden ein bisschen ein, damit geht das Einfädeln deutlich leichter. Schnapp dir eine Pinzette, du kannst natürlich auch freihändig einfädeln. Ich finde es mit Pinzette einfacher. Und schiebe den Faden von vorne durch das kleine Loch im Obergreifer. Zieh den blauen Faden nach hinten hinter den Nähfuß und lass ihn dort ganz entspannt auf seine Kollegen warten. Na, dann schauen wir uns doch an, ob wir alles richtig gemacht haben. Der Faden geht von hinten an der Garnkrone nach oben über die Metallschlaufe der Teleskopstange in die Fadenvorspannung, in die Fadenspannung, ins erste Häkchen. Hier siehst du auch nochmal den Farbcode, der wiederholt sich vorne an der Maschine auch nochmal. Dann in die beiden nebeneinander liegenden Häkchen. Nach oben in die Fadenführung am Obergreifer und durch das Loch am Obergreifer. Alles richtig gemacht. Super. Dann können wir uns jetzt um den Untergreifer kümmern. Das ist der rote Faden. Auch hier wird der Faden wieder über den Fadenbaum geführt. Einfach von hinten in die Metallschlaufe einführen und nach vorne Richtung Maschine ziehen. Von da geht der Faden wieder in die Fadenvorspannung. Und dann in die Fadenspannung. Denk wieder an die Zahnseide. Von der Fadenspannung geht es jetzt senkrecht runter zum ersten Häkchen. Und von da zu den beiden Häkchen, wo sich die Fäden von Ober- und Untergreifer treffen. Das sind die, die die Doppelmarkierung haben. Okay, das ist jetzt der weitere Weg des Fadens. Hier geht er lang. Zeige ich dir jetzt nochmal ganz in Ruhe und dann wird der Faden in die beiden Häkchen eingespannt. Und als nächstes geht es dann zur nächsten rot markierten Fadenführung. Das ist allerdings ein bisschen tricky, da ranzukommen. Deswegen klappe ich erst dieses Häkchen runter. Und wenn dieses Häkchen jetzt nach unten gedrückt ist, dann erscheint von links unter der Stichplatte wie von Zauberhand die Fadenführung am Untergreifer. Genial, oder? Der Untergreifer ist ja deswegen so fies einzufädeln, weil er sich eben zum großen Teil unter der Stichplatte befindet und man da unheimlich schlecht hantieren kann. Mit diesem Hebelchen, das ganz viele Maschinen haben, geht das deutlich leichter. Führe den Faden jetzt durch die kleine Metallschlaufe oben an diesem Greiferchenhebel.
Das, was du darüber über diesem Hebelchen siehst, ist schon der Untergreifer. Da ist vorne ein kleines Loch und da geht der Faden jetzt von vorne nach hinten durch. Da ist ja relativ wenig Platz zum Arbeiten. Deswegen mache ich diesen Arbeitsschritt manchmal tatsächlich mit einer Pinzette oder ich schiebe den Faden von vorne mit dem Finger durch und halte ihn dann fest und hole ihn mit einer Pinzette. Und dann ist es ganz wichtig, dass der wieder nach hinten, hinter den Nähfuß gelegt wird, zu seinem blauen Kollegen. Bei mir hat sich der Faden jetzt im Messer verhakt. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich hole den da einfach vom Messer weg und lege den Faden nach hinten. Dann kann ich sicher sein, dass alles gut funktioniert. Das ist wichtig, der Faden muss frei nach hinten gehen. Der Rest ist jetzt ein Spaziergang, versprochen. Als nächstes fädeln wir den grünen Faden ein. Der geht in die rechte Nadel. Der Weg ist wieder, wie du ihn schon kennst, über den Fadenbaum, in die Fadenvorspannung und dann in die Fadenspannung. Vielleicht erinnert dich das Nadel-Einfädeln auch so ein bisschen an deine Nähmaschine. Also vom Prinzip her ist das wirklich ein bisschen so. Unten an der Rille der Fadenführung ist so ein kleines Häkchen. Da führst du den Faden durch und ziehst ihn nach links an diesem Metallhaken vorbei. Und dann in die Fadenführung über den Nadeln. Zuerst nach oben und dann nach unten. Auch hier hast du wieder eine grüne Markierung. Wenn du unten ankommst, siehst du, dass da so zwei Häkchen sind, durch die die Nadelfäden gelegt werden. Für den rechten Nadelfaden ist auch der rechte Haken zuständig. Da geht der Faden jetzt durch und auch direkt am Nadelhalter nochmal über das rechte Häkchen und dann in die Nadel. So schnell kann es gehen. Auch hier nehme ich jetzt wieder eine Pinzette und habe den Faden vorher ein bisschen angeschnitten. Dann ist es leichter, ihn einzufädeln. Und von der Nadel aus wird dann der Faden wieder direkt nach hinten geführt. Der linke Nadelfaden wird genauso eingefädelt wie der rechte. Jetzt folgen wir natürlich diesmal den gelben Markierungen. Los geht's wieder mit Fadenbaum, Vorspannung und Fadenspannung. Das geht doch jetzt schon wie geschmiert, oder? Okay, der Faden geht ins Häkchen. Nach links am großen Haken vorbei, dann über die Fadengeberabdeckung oben an der gelben Markierung vorbei. Diesmal geht der Faden in das linke Häkchen und auch in den linken Haken am Nadelhalter und dann in die Nadel. Und jetzt wird der Faden wieder nach hinten hinter den Nähfuß gelegt und dann kann es eigentlich schon losgehen mit der ersten Probenaht. Bevor du jetzt nähst, klappst du die Greiferabdeckung wieder hoch und schaltest die Maschine an. Du musst darauf achten, dass die Greiferabdeckung wirklich richtig einrastet. Und jetzt bist du schon bereit für deine erste Probenaht. Das Gute daran, mit Garnfarben einzufädeln, die den Markierungen deiner Ovi entsprechen, ist, dass du dann an der Naht direkt siehst, bei welchem Faden was nicht funktioniert. Ich empfehle dir gerade am Anfang, das so zu machen. Später, wenn du ein bisschen mehr Übung hast, wirst du auch so wissen, welcher Faden zu welcher Nadel oder zu welchem Greifer gehört. Übrigens, geeignete Schnittmuster für Einsteiger findest du natürlich auch bei SoSimple. Was ich noch erwähnen muss, die meisten Hersteller arbeiten mit diesen vier Farben, also mit Gelb, Grün, Rot, Blau. Allerdings ist manchmal die Reihenfolge unterschiedlich. Da kannst du dich aber an das Einfädelschema deiner Maschine halten. Dann kann gar nichts schief gehen. Kleiner Tipp noch am Rande. Damit du nicht bei jeder Naht nach der Fadenschere greifen musst, kannst du auch einfach die Fadenraupe durchs Ovi-Messer jagen. Das ist meine Lieblingsmethode. Also einfach nach hinten rausziehen und nach vorne durch das Messer. Na, das war doch wirklich kein Ding, oder? Schreib mir mal in den Kommentaren, wie es geklappt hat und ob deine Ovi jetzt nähbereit ist. Du kannst mir auch gerne schreiben, was dein erstes Projekt sein wird und worauf du dich besonders freust, wenn du jetzt mit dem Nähen startest.
Die meisten der Themen findest du auch nochmal in ausführlicher Form und zum Teil mit Videos auch auf dem Blog. Also schau dort auch gerne mal vorbei. Wenn du magst, kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Darin erfährst du immer, wenn ich wieder was Neues hochgeladen habe bei YouTube, wenn es einen neuen Blogbeitrag gibt, wenn es eine Aktion gibt, Neuigkeiten zum Buch, alles was So Simple betrifft, da bist du, wenn du den Newsletter abonnierst, der ist übrigens kostenlos, immer auf dem Laufenden. Also mach das gerne und hab Spaß mit So Simple. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!